Tales of Tomorrow. Wir alle sind gefragt, die Folgen der Klimakrise abzuwenden und Klimagerechtigkeit sowie eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Dafür ist es wichtig, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu schaffen. Junge, politisch engagierte Menschen und Entscheidungstragende können hier Einfluss nehmen und die Weichen stellen. In diesem Zusammenhang sind im Forschungsprojekt Tales of Tomorrow Geschichten und eine Vision entstanden. Geschichten, die dazu anregen sollen, Veränderungen anzustoßen. Hören Sie in Folge eine dieser Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. Klimafittes Österreich 2035. Eine gemeinsame Vision. 2035 ist der Klimawandel noch spürbarer geworden. Doch gleichzeitig haben es die Menschen in den letzten 15 Jahren geschafft, umzudenken und neue Wege zu gehen. So sind die Städte heute nicht mehr das, was sie noch 2020 waren. Die Städte sind überall von Grün bedeckt, auf den Dächern, an den Fassaden, zwischen den Häusern und auf öffentlichen Plätzen. Die Stadt ist wie ein großer Park, voller Artenreichtum, voller Natur. Und das macht auch die höheren Temperaturen erträglich. Auch viele Straßen sind grüner geworden und teils sogar mit Bäumen, Gräsern und Blumen bewachsen. Denn der motorisierte Individualverkehr hat in den letzten Jahren rasant abgenommen und findet fast nur mehr unterirdisch oder als Schwebeverkehr statt. Der öffentliche Verkehr hat sich regelrecht vervielfacht. Zudem wurden Fußwege und zahlreiche Radwegenetze ausgebaut, die die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner gerne nutzen. Das alles hat das Stadtbild in einen sicheren, lärm- und stressfreien Raum mit guter Luftqualität verwandelt. Aber auch am Land wurden innovative Lösungen zur Reduktion des Individualverkehrs entwickelt. So wurde etwa die Elektromobilität bei Privatpersonen stark gefördert und auch Carsharing findet heute breiten Anklang. In den ländlichen Gebieten gibt es heute wieder viele naturnahe und natürliche Lebensräume, in denen vielfältige Tiere und Pflanzen leben. Die Flächenversiegelung wurde massiv eingedämmt und Flächen wieder an die Natur zurückgegeben. Sowohl in Städten als auch Dörfern ist der öffentliche Raum heute wieder ganz an die Bedürfnisse der Menschen angepasst. So wurden etwa ehemalige Parkplätze in Plätze der Begegnung umgewandelt. Hier wird gelacht, gespielt, geredet und freundlich miteinander umgegangen. Kinder können wieder vor den Häusern spielen, ohne Angst um ihre Sicherheit haben zu müssen. Aber auch eigene Zonen der Stille gibt es, wo Menschen Kraft tanken und Ruhe finden können. So findet jede Person in ihrer näheren Umgebung, was sie eben für ein gutes Leben braucht. Auch beim Thema Wohnen hat sich einiges verändert. Nicht nur, dass wir heute ausschließlich mit nachhaltigen Materialien bauen, zu 100% erneuerbare Energie beziehen und auf geschlossene Kreisläufe setzen. Wir leben 2035 auch gerne gemeinschaftlich und generationenübergreifend. So kann die Größe des benötigten Wohnraums immer wieder bedarfsorientiert angepasst werden, was den Bedarf an Wohnfläche massiv reduziert. Viele Menschen haben heute den Wert des Miteinanders, der Nachbarschaft und des Zusammenhalts neu für sich entdeckt. Man hilft sich aus, man hält zusammen, man tauscht und teilt seine Güter, Lebensmittel, Geräte, Elektroautos, Bücher und noch vieles, vieles mehr. Und so hat auch das Geld nicht mehr den Stellenwert, den es früher einmal hatte. Heute zählt vor allem, wie viel Zeit man im Leben hat und wie glücklich und zufrieden man in seinem Leben ist.
So hat sich auch die freiwillige Einfachheit zu einem wichtigen gesellschaftlichen Wert entwickelt. Und das Leben ist viel entschleunigter und bewusster geworden. Dies zeigt sich auch in der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Im Jahr 2035 geht es nicht mehr nur darum, monetäre Gewinne oder ein hohes Einkommen zu generieren, sondern darum, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, Freude in der Arbeit zu erfahren und sich persönlich entfalten zu können. Die Arbeitsmodelle sind heute viel flexibler, ortsunabhängiger und dezentraler geworden. So kann auch von unterwegs gearbeitet werden, zum Beispiel während einer längeren, klimafreundlichen Anreise zu Urlaubsorten, Veranstaltungen oder Meetings. Dadurch ist Fliegen heute von viel geringerer Bedeutung. Jede Person kann heute für sich die passenden Arbeitsbedingungen finden. Arbeit wird fair entlohnt und vormals unbezahlte Arbeit wie die Pflege, der Haushalt, die Kindererziehung oder zivilgesellschaftliches Engagement werden heute als gleichermaßen wichtig angesehen, wertgeschätzt und finanziell honoriert. Es wurden sehr viele nachhaltige Jobs geschaffen und entsprechend mehr nachhaltige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen gibt es auch. Diese werden heutzutage transparent gekennzeichnet, sodass Konsumentinnen und Konsumenten genau wissen, welchen ökologischen und sozialen Fußabdruck welches Produkt hat. Bewusstsein spielt auch in der Ernährung heutzutage eine große Rolle. Die Menschen wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Deshalb kaufen sie gerne direkt am Bauernhof, auf dem Markt oder online bei ihren Produzentinnen und Produzenten des Vertrauens ein. Hier funktioniert die Zusammenarbeit der Städte mit ihrer Umlandregion gut. Urban Gardening ist zudem zu einem beliebten Hobby avanciert, das viele Menschen dazu einlädt, ihr eigenes Gemüse und Kräuter anzubauen. Die Menschen wissen viel mehr darüber, was gerade wächst und was nicht. Sie haben einfach viel mehr Wertschätzung für regionale und saisonale Produkte. Und das kommt natürlich auch den Landwirtinnen zugute, die heute naturnaher, kooperativer und mehr in Kreisläufen wirtschaften können. Die Menschen essen auch viel weniger Fleisch, dafür ein qualitativ hochwertigeres. Denn das Tierwohl ist zu einem wichtigen Anliegen geworden. Zudem konnten die Lebensmittelverschwendung sowie Plastikverpackungen größtenteils eingedämmt werden. Bestimmt war die Bildungsarbeit der letzten 15 Jahre hierfür ein wichtiger Grund. Denn die Bildung hat sich seit 2020 wirklich grundlegend geändert. Klima, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen werden als vernetzte und integrierte Querschnittsthemen in allen Lehrplänen mitbedacht. Das Lernen selbst erfolgt praxis- und projektbezogen, interaktiv und lebensnah. Die Schülerinnen und Schüler halten sich viel im Freien auf und bekommen einen persönlichen Bezug zu den Themen, die unterrichtet werden. Sie können sich ihre Interessensgebiete selbst aussuchen und den Unterricht in Abstimmung mit ihren eigenen Talenten und Fähigkeiten individuell gestalten. Das ist auch den zahlreichen Lehrkräften zu verdanken, die für diese Lernansätze besser geschult und auch besser bezahlt werden. Bildung wird heute als ein lebenslanger Prozess verstanden und nicht als etwas, das mit 6 anfängt und mit einem Schul- oder Universitätsabschluss aufhört. So bilden sich auch Erwachsene entsprechend ihrer Bedürfnisse stetig weiter. Auch im Bereich der politischen Bildung hat sich einiges getan. Den Menschen wird heute das Wissen nicht mehr frontal vermittelt, sondern auf eine Art und Weise, die sie befähigt, selbst aktiv zu Lösungen beizutragen. Gleichzeitig werden neue politische Partizipationsformate, ähnlich der Bürgerinnenräte, in Entscheidungsfindungen integriert.
Dadurch wirken viele Menschen an politischen Prozessen und an Entscheidungen im öffentlichen Interesse mit. Das partnerschaftliche und kooperative Vorgehen steht dabei stets im Vordergrund. Denn wir wissen, nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft wirklich meistern. So haben wir in den letzten Jahren auch viele Kooperationsprojekte mit Schulen, Regionen, Städten und Ländern des globalen Südens gestartet. Menschenrechte werden heute nicht mehr verletzt. Ärmere Länder nicht länger ausgebeutet. Wir sehen heute, dass die Erde genügend Platz und genügend Ressourcen hat, um alle Menschen zu ernähren und ein gutes Leben für alle zu gewährleisten, wenn wir unsere Ressourcen verantwortungsbewusst einsetzen und auf eine faire Verteilung achten. Das ist die gelebte lokale und globale Verantwortung, die heute überall zum Ausdruck kommt. Das Projekt Tales of Tomorrow wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programs ACRP gefördert. Im Forschungsprojekt arbeitete ein Team der Umweltbundesamt GmbH und der Universität für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen sowie alle Geschichten zum Download gibt es auf unserer Website talesoftomorrow.boku.ac.at.